Hallo und zurück, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Machen wir das hier rein. Starbound. Vorhin haben wir das Pilzdorf entdeckt, das uns freundlicherweise sämtliche Gegenstände, die sie in ihren Schränken haben, zur Verfügung stellt. Das ist sehr freundlich, müssen wir uns echt bedanken bei. Bei der Bauart, wir müssen mal ein bisschen doof gemacht. Ach, guck mal, zwei Bandagen sogar, das ist aber nett. Und jetzt, wenn wir die Dinger kaputt hauen, dann hören die das, ist nicht gut. Hört ihr das selbst hier oben? Nö, und hier? Nö, und hier? Ich gehe schon. Da, das gehört. Noch ein Pilz. Noch ein Pilz. Ja, Sigi, was ist denn hier los? Meiner, meiner, meiner. Plant Fiber und Mushroom. Okay. Mushroom auch. Das ist auch gleich die letzte Folge, wo heute ist, da für Starbound. Und dann fange ich mich endlich wieder an mit Stardew Valley. Ich freue mich schon. Wieder ein bisschen in den letzten Tagen hochgeladen wie Sau, weil ich weiterspielen wollte. Kann ich heute weiterspielen? Ja, aber. Nett. Aber gut. Jetzt auch nicht so viel. Meine Kiste wäre mir ganz lieb. Nun können wir ein paar Pilze mitnehmen. Ach, wir können die Fackeln jetzt ausmachen, alles klar. Das ist auch neu, glaube ich. So, warte mal, wo ist es denn? Da. Bewegt sich immer so schnell. Hallo. Die Pilze gleich auch mal stehen, die brauchen wir gerade nicht. Da sind aggressive Leute oben. Fragezeichen. Alles klar. Ein neues Schwert, das ist schon mal nett. Störe ich nicht, ne? Was ist das? Iron Ore, tatsächlich. Man bewegt sich immer so schnell, wenn er mit mir. Ich will nur einen Schritt runtergehen. Ich hier nicht. Ach, hier ist es endlich. So. Gefunden. 9 von 20 habe ich. Muss mir echt ganz schön weiter links laufen. Wenn du diese Nachricht gehört hast, hast du das antike Tor gefunden. Gear Power Up. Ach, guck mal, das ist schon wieder so ein Ding. Ja, ja. Ich weiß schon. Kann ich jetzt? So, mach Platz. So, mal sehen, ob der uns Glück oder Pech bringt. Mr. Death wäre ziemlich scheiße, wir sind echt weit gelaufen. Mach schon wieder Gift, fick dich doch. Aber da unten ist eine Kiste. Ich habe schon wieder Hunger. Das ist näher. So, hier, pack. Er ist kleine Drecksau. Wir werden ewig brauchen, bis wir nach Hause kommen. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, welche Richtung wir vom Spawn aus laufen müssen. Ich glaube, nach rechts. Ich da durch. Ich
ich bin gerade so ein bisschen, ignoriere ja gerade so ein bisschen die Ressourcen. Aber weil ich da irgendwas ins Licht. Ich habe ja noch ein Schwert bekommen von meinen Ausrüsten. So, was haben wir denn hier? Molotow, die können wir schon mal auswählen. Das ist ein One-Handed. Ach, das ist eine Pistole. Eine Kanone. Geil. Das ist natürlich praktisch. Machst du nicht so viel Schaden, mein Freund. Aua. Alter, wovon gibt's denn so viele fucking Geister? Oder was das ist? Fuck you. Daneben. Und der hat mich gekillt. Das können wir mal escapen. Super. Da habe ich nicht aufgepasst. So, ab nach rechts. Zum Glück behalten wir unser Inventar, ja, beziehungsweise unsere Waffen, ja, unser Inventar ja nicht. Ach, hier direkt vom Spawn nach rechts, alles klar. Zum Glück bleiben die Sachen auch wesentlich länger liegen als bei Minecraft. Ach, Rice, guck mal. Man sieht hier oben schon unsere Medizin. Die 5 Milliarden, die wir gesammelt haben, ist weg. Wir rushen jetzt einfach hier durch, ohne Rücksicht auf Verluste. So, zack, weg. Boah, das wäre mitgegeben noch, das Arschloch. So. Einfach überrennen. Dann können die nämlich alle nix. Wie gesagt, bin der König hier. Keine Lust, sich mit denen abzugeben. Und Spaß, wie weit das weg ist. So, hier waren dann die Typen, die uns angegriffen haben. Schwebt zurück zum so langsam, dass wir da ohne Probleme wegkommen. Aber hier ist Lapilsdorf, wo ich ein bisschen würdiger sammeln fallen. Dass ich mich nicht zu Tode stürze hier. Aua. Was bist du denn für ein Arsch? Lol, der macht 64 Schaden. Aua. Na, lass mich da rein jetzt. Alter, haut aber einmal 64 Schaden rein, ey. Ist das, mit denen lege ich mich nicht an? Ach ne, die sind ja gut. Ja, ja. Ich will nur durch. Ich will nur durch. Ich will nicht mit euch prügeln. Hier vorsichtig sein. Ist es Ancient Gateway? Das war ein Molotow, das war auch sehr doof. Mehr bleibt mal da drin. Bin da durchgegangen, wa? Na? Du Arschloch! Molotow war aber auch Trottel, ey. Zack, zack, zack und wieder los. Seufz, huch.
So, die Vögelchen ignorieren wir einfach mal, cool. Das auch. Viel Spaß. Ach, die lassen die in Ruhe, cool. Mal Vögelchen, die können wir mal verpissen. Der dritte. Ich ignoriere die jetzt hart. Ich will meine Sachen wieder haben. Das ist so ein Mistvieh. Komm, fall da rein. Ja. Aua. Oh, jetzt. Die muss die ganze Zeit am Arsch kleben. Aua, der gibt mir noch eine mit. So, verzieht euch. So, Feierabend. Ihr wolltet es nicht anders. Ich habe euch die Chance gegeben zu leben. Ihr wolltet sterben. Aua, 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 aua. Aua, aua. Pisst euch. Aua, aua. Mixer. Aber der Monster da unten ist safe. Jetzt sehe ich nicht, woher der kommt. Fuck you. Hau doch zu, du. Boah, nee, ey. Fuck it. Ich komme nicht mehr dahin. Lara Master 1, ja, oh Mann, das nervt gerade, ich weiß. Aber es ist ja auch Teil des Spiels, aber ich will es gar nicht mehr. Das Stadio werde ich viel freundlicher. Aber es ist deutlich einfacher, seine Gegenstände wiederzukriegen. Erstens, weil die länger bleiben als bei Minecraft. Zweitens, weil man die Richtung weiß, meistens, in der sie verschwunden sind. Gibt ja nur zwei. Drecksgeisthure da oben. Der braucht halt viel zu lange zum Zureichen. Mit dem Gewehr schießen können, das wäre viel praktischer gewesen. So, Gewehr im Anschlag, alles was sich bewegt wird erschossen. Molotow. Ich hätte die nicht auf dieselbe Taste legen sollen. Aua! Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. So, jetzt kriegst du mich auch nicht mehr. Tschüssi. So. So, langsam wird es auch wieder Tag, das ist schön. So, Mushroomhausen, wunderbar. Peng! Die ist voll geil, die Kanone. Muss ich mich revidieren. Schön, dass ich auch keiner drauf aufkriegt, dass ich den kleinen Pilz. Huch, da ist nichts mehr drin. Lass mich durch. Ich bin vielleicht ein Arzt. So, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Arschloch. So, weiter geht's. Ja, die Sachen sind übrigens noch da, die spawnen nicht ganz so schnell, die brauchen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt die spawnen, beziehungsweise wie lange die brauchen. Aber ich würde die gerne auch wieder haben, bevor ich die Aufnahme jetzt gleich beende.
produktivste Folge ever. Ist schon gut. Ach, hier sind wir das erste Mal gerade gestorben. Und hier muss ich aber... Bin ich hier durchgegangen, tatsächlich? Hier war die Kiste, genau. Und dann hier hoch. Alles klar, dann sind wir auch, glaube ich, gleich da. Knarre am Anschlag. Bisschen böse. Ne. Oh, lieber. Ah. Hier sind wir auch schon. Verzieh dich. Hörst du schlecht? So, ich glaube, wir haben unsere Sachen wieder. Hier wohnt auch jemand. Oh. Hoppala. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte die nur mitnehmen. So, was suche ich eigentlich jetzt gerade? Das ist schon wieder eine... Hier wohnen noch Leute. Ja, dich lasse ich mal in Ruhe. Gucken wir uns mal ein bisschen um hier. Das ist gut, die können wir auch mitnehmen. Ja, ja, fick dich. Ich sehe gar nicht an, dass ich irgendwelche Kämpfe beschreiben muss. Hier war auch irgendwann eine Zivilisation, die ist aber kaputt gegangen, glaube ich, also ausgelöscht worden. Ja, mit Doppelein mit. So, den mal davonlaufen. Das war sehr intelligent. Die kommen bitte dahin. Aber wir regenerieren erstmal Leben. Aua, gib mir noch einen mit, danke sehr. Aua. Kann ich ja eigentlich. Ach, verarscht. Oder, aua. Aua. So, hier war ich schon mal. Sind wir einmal rumgelaufen in die Welt. Aua. Oh, fuck, fuck. Da war ich aber gerade schon mal, da war eine Fackel. Wir sind gerade einmal um die Welt rumgelaufen. Tatsache, wir sind gerade einmal um die Welt rumgelaufen. Ha, cool. So. Haben alles bereits entdeckt, jetzt geht es nur noch darum, die richtigen Sachen zu entdecken. Ich würde mir vorstellen, dass wir jetzt erstmal noch schnell... zu uns nach Hause gehen. Oh, Hand schläft auch gerade ein. Mein ganzer Arm. So, ab den Hügel noch hoch. So, hui, ab nach Hause. Du hast kein Lebensrecht. Aua. Fick dich. So. Können wir uns noch hier ein bisschen was craften? Unter anderem einen ja, Crafton. Na. Ein Ofen. Ja, wo ist er denn? Da. Den stellen wir direkt mal hier hin. Können auch schon ein bisschen was einmelden. Schon mal gut.
Dezember. Rope und Zimber. Das können wir eigentlich mal craften. Craften. Dann brauchen wir noch ein bisschen was und machen hier noch ein Spinning Wheel. Und auch gleich noch ein Anvil. Aber die Reihe nehme ich schon mal durch. Können wir den im Prinzip einmal abbauen. Warum hat die Musik aufgehört? Wir können jetzt hier, was haben wir hier? Inventory Stable, Anvil, Spinning Wheel. Das können wir wunderbar hier reinsetzen. Und den Anvil setzen wir mal hier unten rein. So. Dann 5 Bogen, was brauche ich denn da? Ein String. Können wir mal craften. Das können wir auch mal craften. Da können wir auch schon mal ein paar von craften. Bop, 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 bop. Die brauchen nämlich auch unter anderem für Rüstung auch. Wir müssen natürlich noch machen wollen. Ich wollte eigentlich mal kurz was gucken. Okay. Das bringt gar nichts. Eine Scarecrow können wir machen. Aber erstmal machen wir uns einen Hunting Bow. Der ist nämlich ziemlich nice. Könnt ihr euch noch was zu essen noch machen. Roasted Mushroom. Wir roasten erstmal alles, das ist immer gut. Ich finde die Musik auch gerade sehr schön. Dann können wir uns mal zwei hiervon kraften. Können wir uns ein bisschen Licht noch gönnen. Dieser dunklen Welt. Häng ein bisschen. Lol. Das fällt mir jetzt auf. Wie geil ist das denn? Meteoritenregen oder was? Sternschnuppenregen. Geil. Ja. Und ich denke, mit diesem schönen Bild hier, wir können mal. Mit diesem schönen Bild verabschiede ich mich und sage tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Starbound. Haut rein. Bis dann. Ui, er springt ja vor Freude.